Das Vital oder das Leben. Das vitale Wesen oder die Natur des Lebens besteht aus Wünschen, Empfindungen, Gefühlen, Leidenschaften, Impulsen, Energien des Wirkens und aus dem ganzen Spiel der besitzergreifenden Instinkte und anderer damit verbundenen wie Zorn, Angst, Begierde, Wollust und so weiter. Die Lebensenergie, Prana, welche den Körper belebt, ist ein Aspekt des Vitals. Das Vital besteht aus drei Hauptteilen: dem höheren Vital, dem mittleren oder eigentlichen Vital und dem niederen Vital. Das höhere Vital ist das mentale Vital und das emotionale Vital zusammengenommen. Das mentale Vital verleiht den Emotionen, Wünschen, Leidenschaften, Empfindungen oder anderen Bewegungen des vitalen Wesens einen mentalen Ausdruck durch das Denken, Sprechen oder eine andere Weise. Das emotionale Vital ist der Ort der verschiedenen Gefühle wie menschliche Liebe, Freude, Kummer, Hass und so weiter. Das mittlere Vital oder eigentliche Vital ist dynamisch, empfindsam und leidenschaftlich. Es ist der Ort der Wünsche und stärksten vitalen Reaktionen wie Ehrgeiz, Stolz, Angst, Ruhmsucht, Anziehungen und Abstoßungen, Wünsche und Leidenschaften aller Art. Außerdem ist es das Feld vieler vitaler Energien. Das niedere Vital besteht aus den kleineren Bewegungen des Lebenswunsches und der menschlichen Lebensreaktionen. Es beschäftigt sich mit den kleineren Wünschen und Gefühlen wie Wunsch nach Nahrung, sexuelle Wünsche, Gefallen und Missfallen, Prahlerei, Streitereien, Wunsch nach Lob, Wut und sonstige kleine Wünsche jeglicher Art. Das physische Vital ist jener Teil des Vitals, der voll und ganz den physischen Dingen zugewandt und mit Wünschen, Begierden und Verlangen nach Befriedigung auf physischer Ebene erfüllt ist. Die Physis oder die Materie. Das physische Wesen ist nicht nur der Körper, sondern auch die ganze materielle Natur. Der Körper hat ebenfalls ein eigenes Bewusstsein, welches in den unwillkürlichen Funktionen der verschiedenen körperlichen Organe und der verschiedenen physiologischen Systeme wirkt. Das Bewusstsein des Körpers ist nur ein Teil des physischen Bewusstseins, welches auch das physische Mental und das physische Vital mit einschließt. Die vitale Physis, aufs engste mit dem physischen Vital verbunden, ist Teil der vitalen Kraft, auf die sich das nervliche Wesen gründet. Sie ist das Mittel der nervlichen Antworten und hängt eng mit den Reaktionen, Wünschen, Bedürfnissen und Empfindungen des Körpers zusammen. Das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein befindet sich unterhalb des bewussten Mentals und Vitals
und darf nicht mit dem Subliminal verwechselt werden, welches ein inneres Bewusstsein ist, weiter als das oberflächliche oder äußere Bewusstsein und hinter demselben angesiedelt. Das Unterbewusste ist ein niederes und reduziertes Bewusstsein. Das Unterbewusstsein des Individuums ist jener untergetauchte Teil seines Wesens, in welchem es kein bewusstes, kohärentes, waches Denken, Wollen und Fühlen gibt, aber einen Teil, der trotzdem in versteckter Weise die Eindrücke aller Dinge aufnimmt und sammelt. Aus ihm können sich in Träumen oder im Wachzustand alle Arten von gewohnten, hartnäckigen Reizen und Bewegungen erheben. Beim normalen Menschen macht das Unterbewusste den Großteil des vitalen Wesens sowie das physische Mental und das geheime Bewusstsein des Körpers aus. Das Unterbewusstsein deckt die rein physischen und vitalen Elemente des Aufbaus unseres körperlichen Wesens ab, nicht mentalisiert, in ihrem Wirken vom Verstand unbewacht und unkontrolliert. Es inkludiert das schweigende, dynamische, okkulte Bewusstsein, von uns nicht wahrgenommen, welches in den Zellen und Nerven und im gesamten physischen Stoff wirkt und ihren Lebensprozess und die automatischen Antworten reguliert. Es deckt ebenso jene niederen Funktionen des untergetauchten Wahrnehmungsmentals ab, die im Tier- und pflanzlichen Leben aktiver sind. In unserer Evolution haben wir die Notwendigkeit eines breiteren organisierten Wirkens dieses Elements hinter uns gelassen, aber es bleibt untergetaucht und dunkel in Bewegung unterhalb unserer bewussten Natur. Diese dunkle Aktivität erstreckt sich in einer versteckten mentalen Unterschicht, in welche die vergangenen Eindrücke und all das, was vom oberflächlichen Mental abgelehnt worden ist, versinken und in welcher dieselben latent aufbewahrt bleiben. Sie können sich von dort im Schlaf oder in Abwesenheit des Mentals erheben, indem sie Traumformen, Aktionsformen oder suggestive Formen des mechanischen Mentals annehmen, Reaktionsformen oder Formen des automatischen vitalen Impulses, Formen der physischen Abnormalität oder der nervlichen Verwirrung, Formen der Morbidität, Krankheit und des Ungleichgewichts. Aus dem Unterbewussten bringen wir gewöhnlich so viel an die Oberfläche, wie unser waches Wahrnehmungsmental und unsere Intelligenz für ihre Absichten benötigen. Indem wir diese Dinge so in unser Wachbewusstsein bringen, sind wir uns nicht über ihre Natur, ihren Ursprung und ihr Wirken bewusst, und wir verstehen sie nicht in ihren Werten, sondern durch eine Übersetzung in die Werte unserer wachen menschlichen Wahrnehmung und Intelligenz. Doch das Auftauchen des Unterbewusstseins mit seinen Effekten auf Verstand und Körper ist zum Großteil automatisch, ungerufen und unwillkürlich, weil wir darüber nichts wissen und folglich keine Kontrolle über das Unterbewusste haben. Das Unbewusstsein. Das Unbewusstsein ist der involvierteste Zustand des Überbewusstseins. Es ist die niedrigste Ebene des Bewusstseins,
und befindet sich unterhalb des Unterbewusstseins. Das Unbewusste ist in Wahrheit nicht ohne Bewusstsein, wie es der Terminus zu verstehen geben könnte, sondern eine Bewusstseinsebene, welche eine totale Involution des Bewusstseins repräsentiert, eine inverse Reproduktion des höchsten Überbewusstseins. Die Evolution beginnt vom Unbewusstsein, woraus alle Mächte des Überbewusstseins evolvieren und schrittweise hervorgehen, wobei die Materie die erste Manifestation ist.